Jo Leute, willkommen zurück. Sven ist endlich gegangen. Gott sei Dank haben wir unsere Ruhe. Ich glaube, da will jemand sterben. Nein, er macht nur einen Reconnect, weil er einfach einen lappigen PC hat, deswegen. Nee. Der Server ist einfach zu gut und deswegen. Haha, da ist so, ja. Mhm. Darum verschwinden hier ja auch Nanosaver, weil der Server so gut ist. Das ist, weil du einfach Leute tötest, wo du nicht töten sollst. Du hast gesagt, du sollst. Marco, spring von dem höchsten Punkt und stirb. Hey, Futter. Machst du auch schau nichts, mal, siehste? Schau mal, ich bin so nett und leg dir meinen Nanosaver. Ja, weiß ich, System. Will, du wolltest eins. Es doch. So, jetzt hast du eins, Futter, alles wird gut. Alles wird gut, dann bin ich ja zufrieden. Wenn alles gut wird. Du hast einen Nanosaver, ich hab's dir ins System gelegt und jetzt geh weinen, ohne Mist, ey. Genau, das mache ich auch, sobald ich hier den Berg abgebaut habe. Ja, das glaube ich auch. Aber wenn es noch länger drin liegt, dann ist es da wahrscheinlich nicht mehr. Dann gib mir jetzt mal richtige Dinge. Kannst du dir die nicht mal selber machen? Und ich hab keine Mossi-Dinger, ich hab nur... Das ist doch Blöcke! Mann, das ist ein Lappen! Ich hab dir mit Sicherheit keine Cobblestone-Cover gegeben. Doch hast du, ich schwör auf alles! Ich schwör ja, auf dich, ich schwör auf... Ich säg jetzt mal für dich, okay? ich hab nur Cobblestone-Cover von dir. So. Außer Baum. Oh, liegt da viel Stein rum. So. Warum liegt hier Stein rum? Remix. Oh nein, das ist auch mit normalen Blöcken gebaut worden. Reichen die 8 Stacks? Von Moss, ja. Ja? Naja, ach, ich weiß nicht, wie. 8 Stacks geschnitten. Zuerst, das ist schon mal ein bisschen was. Ich leg sie wieder vorne an die Tür. So. An die Tür! Die Tür! Kohltür! Apropos ja, Kohltür, müssen wir auch mal wieder gucken, wie es da aussieht. Das, was weg ist. Ha, hab ich schon. Und? Das sind doch richtig Blöcke. Nein, das sind... Ja, es kann ja sein, dass nur Copies und Covers sind. Ja, habe ich extra für dich gemacht. Also, LG TV ist fertig. Du wirst echt nicht glauben, dass du mir Dinger gegeben hast, oder? Nee. Achso, aber... Nee. Dass LG TV jetzt fertig ist. Nee. Doch. Aua. Doch. Du kannst ja nicht spielen. Doch. Meinst du jetzt Futur oder mich? Ich brauche ein Electronic Circuit, den muss ich craften. Das finde ich nicht toll. Electronic Circuits sind doch noch drin. Echt jetzt? Ja, habe ich doch viel mehr gemacht, als ich gebraucht habe. Oh ja, du hast zwei mehr gemacht. Krieg ich irgendwo einen Privatraum? Der muss versteckt sein. Wegen? Sag ich dir nicht. Machst du auch einen Rift irgendwo hin? Sag ich dir, ja toll, dann läufst du da immer durch. Möglich? Muss ein Geheim sein, du Pixel. Mach einen Geheimwift. Dann läufst du da immer durch. Warum haben wir eigentlich Lava im Garten? Das muss ich dich fragen. Ja, der Garten war nämlich deine Review-Foto, falls du es vergessen hast. Auf jeden Fall haben wir wieder genug Sand dann. Oh, ich hab die Idee, wo man interessiert was Geheimes keinen hinbauen kann. Langweilig. Beim Maya-Tempel. Beim Maya-Tempel, okay. Langweilig. Beim Maya-Tempel kommt der Geheimding hin. Langweilig. Markus, was hältst du so von geheimen Maya-Tempel-Organisationen? Das wollte ich schon machen. Langweilig. Fussi-Style. Also so einen geheimen Raum, wo du eigentlich nicht rein kann und nicht weiß, wo er ist. Den baue ich jetzt nur für mich. Nee, für uns, ja. Guck mal, was ja, für ein du Ego. Kannst ihn danach benutzen. Aber ich muss ihn erst einmal einweihen, weißt du? Yeah. Ja, mit einer Überraschung, mit der ich dann Futur hart fisten werde. Ihr seid widerliche kleine. Ja, ich finde geilen Porno. Ich würde sagen, wir machen geilen Porno-Keller. Ja, Alter, geiler Scheiß. Futur kommt nicht rein. Will ich auch gar nicht. Euer Gay-Porno, das könnt ihr selber machen. Ey, geilen Porno. Geilen Porno? Richtige. Was ist denn das? Nicht Gay-Porno, Alter. Geil! Ja, geil! Ja, richtig ja. Geil! Das neue Marke, geilporno. Ja. Geilporno.de. Ihr habt doch keine Ahnung. Ja, doch. Ich hab Gamer.tv, dann kriegen wir Geld. Ah, Sven, komm mal bitte. Nein, ich brauch grad einen geheimen. Ich hab keinen Chatbike mehr und ich komme hier nicht raus. Das ist schon bitter. Und es ist Nacht, ne? Das ist ja gleich noch bitterer. Ja, ich bin schon geschützt, aber.
Nein, ich meine, es ist gleich noch bitterer, weil wenn Tag wäre, könnte ich dir so ein Ding runterwerfen, dann lädt sich dein Jetpack auf. Aber nein, es ist Nacht. Tut mir leid, du bist jetzt fest. Gut, dann mach mal Tag. Mann, dann kannst du mich mal. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier, top drin. Kann ja nicht mal mehr gegen dich kämpfen, weißt du? Das ist schon echt traurig. Ja, kämpfe schon, aber... Nein. Ja doch, weil ich kann da fliegen und du nicht. Hätte ich dich voll fertig machen können gerade. Electric Jetpack. Jetzt? Na, jetzt gibst du es mir wieder. Achso, ja, ich muss jetzt runter. Ja, und ich? Und ich? Ja? Ja, hier. Ich muss wieder ohne runterhüpfen. Ja. Weißt du, hätte ich jetzt an Nano selber, würde ich Futur töten. Das ist doch ein Sonderweg. Nein. Hä? Warum nicht? Ah, ich bin in ein Loch gefallen. Ich hab's sicherheitshalber aus dem System entfernt. So, jetzt brauchen wir Leitern. Nein, das Nano selber. Brauch Leitern, ja, er hat Löcher im Pferd. Markus, ich leg dir jetzt einmal die ganzen Musik-Cobblestones ins System. Ich trag die jetzt nicht mehr mit mir rum, das ist mir jetzt zu doof. Alter, ich hab einfach 5. Achso, ja, stimmt, das muss. Was? Du hast einfach 5. Nee, gemacht. 5 Nullen! 5 Nullen! So heißt die Folge. 5 Nullen! Okay, ich hab Goldschwert. Dann muss man aber doch, schick mal per WhatsApp, wie man das schreibt. Sag mal, ich beweise jetzt mal meinen Style und töte Futur jetzt einfach mit einem Goldschwert. Ja, mach das. Wenn du ihn tötest, ne, das ist so besser. Es wäre echt wieder, wenn ich ihn mit einem Goldschwert besiege. Jetzt aus der Hinterhand zieht auf einmal eine Laserwaffe und erschießt ihn. Ist so. Aha, ausgewichen, mein Freund. Death Weapon. Death Weapon? Das war der Bo, das war doch das Ding, oder? Ey, oh, das ist geil. Wieder auf einmal so ein Bohrer angefangen. Alter, das heißt, du bist mit. Vor allem, ich hab Futur voll oft getroffen für das, dass ich ein Goldschwert hatte und er ein Nano selber. Weil ich was Produktives mache und ihr nur wieder Bullshit. Ja, ich hab mir auch zumindest das zu lachen, weißt du. Oh ja, haben wir. So, Jay. So. Markus? Ja? Warum zur Hölle hast du die Tür offen gelassen? Welche Tür? Ja, die Tür zu uns nach Hause. Vom Meier-Tempel aus. Das war ich nicht. Ey, ich war vor dir drinnen. Was hättest du? Ich bin doch da nicht rein. Ja, wie bist du da? Hey, Futur, ich hab dich gesehen. Hallo, Futur. Zum Glück habe ich geheime Meier-Tempelräume. Willst du jetzt Stress haben, Alter? Ich mach doch gar nichts. Verpiss dich. Du sollst doch gar nichts machen, was willst du? Ja, schon dein Lachen, Alter. Ich lach doch gar nicht. Du laberst ja Bullshit. Dein lächelndes Reden. Ah ja, mein lächelndes Reden, ja. Ja, hört man auch. Schon ziemlich lächerlich. Ja, versteck dich ruhig hinter den Tower. Das ist ein gutes Versteck, ja? Findet man dich bestimmt nicht. Nee, überhaupt nicht. Außerdem war es ich nicht sondern der Boomerang, der Deathweb. Ja, mein Goldschwert hat auch gute Arbeit geleistet. Okay, das waren 4 oder 5 Hits mit dem Goldschwert. Also, eigentlich müsstest du Sven töten, weil ich dachte jetzt nicht, dass du dich jetzt irgendwie so 5, 6 Mal getroffen hast. Da begann die Lüge, du hast gedacht. Was hab ich? Du hast gedacht, da hat die Lüge begonnen. Oh fuck. Hab ich gesehen? Nee, hey, Honk, Mann, Zombie wahrscheinlich. Ja, das war Futur. Ja, war, ne? Achso, klar. Was ist denn jetzt Futur, Alter? Ja, bin ich. Wo bin ich? Ja. Ja, versteckst dich halt mal im wieder. Im Dschungel ist, wie es aussieht. Wenn er nicht weiß, wo er ist, dann ist er im Dschungel. Ah! Au!
Oh, mit Nanosaver, Alter. Das ist Skill. Profi. Ist mir egal, ihr habt mich getötet. Stimmt. Er musste Sven töten. Nö, das ist jetzt ja, nicht. Ja, jetzt leckt's hier, oder? Achso, das war ja Markus da oben. Ich dachte schon, das ist Futur. Hallo, was ist los? Ey, ich bin tot. Nein, du bist nicht tot. Du stehst hier beim Maya-Tempel. Ja, und ich will nicht rausziehen. Doch, jetzt bist du raus. Spinne! Angriff! Ja. Spinne! Angriff! Los! Power Tackle! Oh, die Spinne hat ein Gesicht am Arsch. Es ist Fotos Gesicht. Stimme arbeiten gestört. Ja, und ich arbeite mal wieder an meinen geheimen Geheimorganisationen weiter. Markus, komm mal hier rein. Nein, das ist geheim. Mein Helm? Ist der kaputt gegangen? Sollst du den Scheiß einsammeln? Mach ich doch grad. Warum hab ich ihn da? Du sammelst alles wieder ein, weil du zu nah bist. Ja, bleibst du hier unten stehen. Mensch, Meier. Also, Son gehört mir nicht. Und die 64 fest verstanden, mein Piss nicht. Dein Schrott. Darfst du behalten. Gib mir meinen Helm wieder. Hast du doch. Nein, hab ich nicht. Doch, hast du, den hab ich auch runtergeschmissen. Musst ihn halt nehmen. Hast du ja wirklich. Hallo. Bin ich wieder ganz krabbel hier. Mutter, lass mich in Ruhe. Mach doch gar nichts. Töte ihn. Der will ich eh töten. Ja, natürlich will ich töten. Wenn er das sagt, dann will ich eh töten. Aber ich hab ihn getrollt, weißt du? Ich hab ihn abgehängt. Du wirst deine Wache noch finden, Futur. Unerwartet. Und mein Damage hast du auch noch. Ey, Futur, ich bin übrigens nicht unter der Erde. Falls du mich da suchst, ich bin über der Erde. Ah, da sind wir jetzt auch noch. Futur, gib mir mein Damage wieder. Hab ich den noch? Oh ja, kriegst du. Meine schöne 14 Level, Alter. Ja, ich hab 40 gehabt eben. Ja, blöd, ne? Wenn ich... Der Futur versucht gerade meine geheimen Geheimorganisationsräume zu durchstöbern. Die muss ich jetzt leider doch woanders hinbauen. Weil der Futur wieder einen auf Spion machen muss. Tja, ich hab's auch auf Video aufgenommen, sicher. Und was hast du gefunden? Einen leeren Raum. Hast du? Mit Wasser. Ja. Ah, oh, Mann, deine scheiß Sandsachen, Alter, das ist. Cobblestone und alles mögliche. Dein Truppenholz auch, ey. Mach, wie kommst du da durch? Egal. Durch den Boden geklitscht. Das war ganzes Inventar. Unsortiert, Alter. Lass mich dich halt ein bisschen trollen, Futur. Es klappt gerade so gut. Hast du Zigeuner irgendwas hervorgebaut? Nein. Nicht in dem Eingang. Das ist echt Noobie-Futur. Ohne Mist, er tötet einen unausgerüsteten Typen mit dem Nanosaber in einem Gang. Wie denn der? Ich war die ganze Zeit unausgerüstet, wo du mich getötet hast. Ich hab nicht mal das Panzer. Ach ja, du warst unausgerüstet, ja. Also ich hab übrigens überhaupt keine Rüstung, kein Nanosaber. Ich hab auch keine Rüstung. Ich hab auch kein Nanosaber. Ja, du hast mir gegeben, hast meins kaputt gemacht, also. Nein, ich hab dir eins geschenkt. So, wir sind quitt, wir haben die drei Folgen und wir sind fertig für heute. Wir sind nicht quitt. Nein, Mama, wir sind nicht quitt. Nee. Warum sollen wir nicht quitt sein? Weil du mich tötest. Wenn das von dir ein Lappenkill war. Das war ja kein fairer Kampf. Ich hab dich mit dem Goldschwert angegriffen, Alter. Und du kommst mit dem Nanosaber in den Garten Gang, wo man gearbeitet. Nicht ausweichen kann. Ja, und ich hab dir gesagt, dass ich dich jetzt angreife. Ist mir egal. Ja, genau. Mir auch egal. Jo, Leute, also das war's dann auch für dieses Aufnahmesession. Nächste Woche ist wieder Sven dran. Und wir sehen uns dann.
Da bauen wir die Geheimorganisation. Diesmal so, dass sie Futter nicht findet. Okay, ja, mach das. Sven, da bin ich dabei. Gut. Also dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschö. Wollt ihr noch was sagen? Ja, tschö. Gut.